Gewerkschaften in Großbritannien haben angesichts einer steigenden Zahl von Covid-19-Fällen vor einem Mangel an Reinigungskräften in Krankenhäusern gewarnt, so auch Helen O'Connor von der Gewerkschaft GMB. Die Krankenhäuser sind im Krisenmodus und dazu gehören auch die Reinigungskräfte und andere Arbeiter. Wenn Verpflegung, Pflege und Logistik nicht sichergestellt werden, dann wird das Krankenhaus zu einem unsicheren Ort für Patienten. Wir hören nun, dass für die Kräfte nicht genug Schutzkleidung zur Verfügung steht. Mitten im Kampf gegen das Coronavirus ist an einem der großen Londoner Häuser ein Streit um korrekte Bezahlung entbrannt. Reinigungskräfte am Lewisham Hospital sagen, der zuständige Subunternehmer habe Fehler gemacht. Eine der Kräfte, die anonym bleiben möchte, hat sich zu Wort gemeldet. Wenn das Problem nicht behoben werde, müsse man mitten in der Pandemie die Arbeit einstellen. Wenn sie nicht zahlen, bin ich raus. Ich werde meinem Vorgesetzten sagen, dass wir gehen, wenn die Leute ihr Geld morgen früh nicht bekommen, auch wenn es uns leid tut. Ein Sprecher der Firma ISS, die die Pflegekräfte bereitgestellt hat, beteuerte, dass man die Arbeit des Personals sehr zu schätzen wisse. Tatsächlich habe es in einigen wenigen Fällen Unregelmäßigkeiten gegeben, diese seien aber bereits korrigiert worden. Gerade in einer solchen Krise ist die Arbeit des Reinigungspersonals in Krankenhäusern und anderswo umso wichtiger. Fehler bei der Bezahlung jener, die an vorderster Front kämpfen, könnten sich rächen.